Für die SG Oostburg und den DJK Pluwig zählt jeder Punkt, wenn es um den Aufstieg geht. Denn die ungeschlagenen Pluwiger teilen sich zurzeit die Tabellenspitze mit dem punktgleichen TuS Schillingen. Das haben sie nicht zuletzt einer richtig guten Abwehrarbeit zu verdanken, denn nur 4 Gegentore kassierte die Mannschaft in der bisherigen Saison. Aber gerade das könnte für Oostburg heute zum Problem werden, denn die Mannschaft von Daniel Becker zeigte sich in den vergangenen Spielen wenig treffsicher. Dennoch ist der Trainer zuversichtlich, denn gerade gegen spielstarke Teams wie Föhrn oder Erang nahm man dann doch Punkte mit nach Hause. Wer ja also heute den nächsten Schritt in Richtung Tabellenspitze macht, das zeigen wir Ihnen jetzt in unserer Zusammenfassung. Für die SG Oostburg und den DJK Pluwig stand heute eines der wichtigsten Spiele der Saison an. Pluwig kämpfte darum, weiter ungeschlagen zu bleiben und Oostburg will mit einem Sieg den Anschluss an die obersten Tabellenplätze sichern. Oostburg in den roten Trikots begann von rechts nach links und wollte seine Offensivleistung im Vergleich zu vergangenen Spielen verbessern. In der 15. Spielminute dann die erste große Chance für die Gastgeber. Ein langer Ball von der linken Seite auf Michael Höllen, doch die Kugel landet nur im Außennetz. Keine Minute später dann der nächste Aufreger, diesmal im Strafraum der Oostburger. Torwart Martin Leineweber will den heranstürmenden Matthias Reinl stoppen, trifft den Spieler unglücklich und Schiedsrichter Frank Erdmann zeigt auf den Punkt. Marvin Renner legt sich den Ball hin. Schon 9 Tore hat er in dieser Saison geschossen. Er läuft an, schießt. Torwart Martin Leineweber springt, erwischt den Ball zwar noch, kann das 1:0 für die Gäste aber nicht verhindern. Die Bedeutung dieses Spiels zeigte sich auch auf dem Platz. Viele Zweikämpfe, viele Fouls. So auch nach einer knappen halben Stunde. Im 16-Meter-Raum der Gastgeber geht Pluwigs Abwehr zu engagiert zur Sache und Stürmer Pascal Marx fällt. Wieder zeigt der Unparteiische auf den Punkt. Trainer Daniel Becker tritt selbst an. Mit einem sauberen Schuss in den Kasten der Pluwiger stellt der Coach das Unentschieden wieder her. Fünf Minuten vor Ende der ersten Halbzeit dann noch ein Aufreger. Pluwigs Vincent Muljadi krätscht in Pascal Marx hinein, der geht zu Boden. Doch Schiedsrichter Erdmann lässt weiterspielen. Glück für Pluwig, so geht man mit 1:1 unentschieden in die Pause. Die Sonne war verschwunden, doch nicht die Offensive der Gäste aus Pluwig. Schon nach 5 Minuten in der zweiten Halbzeit setzte Pluwigs eingewechselter Peter Welter den Ball aufs Tor. Doch Oostburgs Torwart Leineweber lenkte die Kugel über die Latte. Ja. 66 Minuten gespielt und wenig Chancen auf beiden Seiten. Doch dann Erik Weirich. Mit dem Ball tanzt der Offensivspieler sich durch die Oostburger Abwehr und kommt zum Schuss. Aber um Haaresbreite verfehlt er den Kasten der Oostburger. Oostburg hatte bisher nur 19 Tore geschossen, deutlich weniger als die anderen Teams der obersten Plätze. Doch die Gastgeber zeigten sich engagiert. Im Mittelfeld kommt der Pass, Pluwig schaltet zu spät und Luca Leonard bekommt den Ball und zieht ab und die Kugel landet zum 2:1 Führungstreffer nach 75 Minuten im Kasten. Oostburg macht weiter. Nach einem Freistoß erwischt Michael Höllen den Ball, zieht aufs Tor, doch die Kugel verfehlt den Kasten knapp. Nach 80 Minuten bleibt es also beim 2:1. In der Nachspielzeit wurde es dann noch einmal richtig spannend. Freistoß für Pluwig in der gegnerischen Hälfte. Der eingewechselte Florian Behrens bringt den Ball in den Strafraum. Durcheinander vor Oostburgs Tor, doch Robin Mohm erwischt den Ball und gleicht zum 2:2 aus. Woo!
Doch wer dachte, jetzt sei es vorbei, hatte falsch vermutet. Pluwisch schien mit dem Kopf schon in der Kabine zu sein. Denn der lange Ball auf Oostburgs Pascal Marx kam, der kann ihn völlig ruhig annehmen, schüttelt noch einen Pluwiger Abwehrspieler ab und macht wenige Sekunden vor Abpfiff den 3:2 Siegtreffer. Bei mir sind jetzt die beiden Trainer, links von mir vom DJK Pluwisch, Emmy Kinz, rechts von mir von der SG Oostburg, Daniel Becker. Herr Becker, Sie sind jetzt hier in letzter Sekunde, haben Sie den Sieg dann doch noch mitnehmen können. Die Offensivleistung wurde zuvor angesprochen, wäre nicht so gut. Jetzt hat man heute ja eigentlich das Gegenteil bewiesen. Ja, war ein bisschen unglücklich, dass man da in der, ich glaube, 91. noch den Ausgleich bekommen haben, müssen eigentlich vorher schon alles klar machen. Umso glücklicher, dass man, oder umso verdienter, dass wir dann in der 94. Minute dann noch den 3:2 Siegtreffer gemacht haben. Und ja, wie stehen die Chancen jetzt zum Aufstieg? Wie bereitet man sich jetzt darauf vor? Ich meine, jetzt hat man wieder den Anschluss an die oberste Tabelle, an die oberen Tabellenplätze. Wie geht man jetzt weiter vor? Wie sehen Sie Ihre Chancen, da weiter oben mitzuspielen? Ja, also bei uns war zu keinem Zeitpunkt die Rede von einem Aufstieg. Also wir wollen oben mitspielen. Ob es dann nachher ein Aufstieg wird, da wollen wir eigentlich gar nicht dran denken. Wir spielen unter den ersten fünf sehr gerne mit und dabei wollen wir es dann belassen. Herr Kinz, ja, Sie haben letztendlich in letzter Sekunde verloren. Was war denn letztendlich der Grund dafür? Warum hat dann auf einmal die Abwehr so geschlafen? Haben die gedacht, der Schiedsrichter pfeift jetzt eh ab und dann war Ende? Nee, sehe ich nicht so. Ich glaube, muss jetzt mal sagen, Kompliment an Oostburg nochmal. Heute waren die präsentere Mannschaft, waren die in Zweikämpfe da, haben die große Wille gezeigt und auch ihre Erfahrung aus der höheren Klasse genutzt. Aber ich denke heute, aufgrund meiner kompletten Personalprobleme, das war der richtige Grund. Ich muss komplett die Mannschaft umbauen und wir haben verloren am Rhythmus. Deswegen waren wir nicht über 90 Minuten nicht richtig im Spiel. Und der Sieg geht zwar jetzt am Ende glücklich für eine Oostburger Mannschaft, aber wir hätten auch, wenn das nicht reingehen, hätte man das Spiel auch 2:2 auch glücklich den Punkt geholt und zum Zufällen. Ich finde, das passt zum Spiel so, das halt so. Sie sprechen schon die Verletzungen an, dass Sie die Mannschaft komplett umbauen müssen. Jetzt ist mit Peter Schömann nochmal jemand mit gebrochener Nase, wie man schon gehört hat, ausgefallen. Wie wichtig war er vielleicht letztendlich auch für die Mannschaft und was hat er jetzt ausgemacht, dass er jetzt im Prinzip in den letzten Minuten gefehlt hat? Nee, ich glaube nicht, dass diese Niederlage an Peter Schömann zu machen ist. Nee, überhaupt nicht. Probleme war, ich sag, wir haben momentan einfach mal diese Probleme von der Verletzung, das ist auch klar. Aber daran hat nicht gehängt. Wir haben heute einfach nicht keinen Zugriff auf eine aggressive Oostburger Mannschaft und sehr, sehr clevere Oostburger. Die sind nicht in jedem Moment, die wissen, was sie können. Ich sage, insgesamt geht das, dieser Sieg von denen ganz klar in Ordnung für mich. Nur was ich bemängel, das ist schade, ein Derby, ein Fußball, der kann sich auch so Fußball bleiben. Diese verbale Attacke da auf dem Platz und nimmt den Platz. Ich habe auch gesagt eben zu Kollegen, das sollen einfach weglassen. Also ich finde das eine Schande für den Fußball, wenn wir können kämpfen um die Punkte, aber verbale Attacke auf dem Platz und dann nehmen der Platz und dann den gegnerischen Trainer mal attackieren oder mal die werden nicht mehr ein Meister oder so. Alles, was passiert in DJK, möchte ich hier die Chance nutzen, um zu sagen, das ist eine harte Arbeit seit den letzten Monaten. Und sagen, sollen wir einfach mal akzeptieren und fair miteinander gehen auf dem Platz. Da wollte ich nochmal sagen, aber diese Niederlage kann ich gut damit leben. Ich habe eine junge Mannschaft, habe ich immer gesagt, wir müssen lernen. Ich habe diese Mannschaft genauso erwartet, weil die Erfahrung von der Bundesliga bringen, die wissen, welche Zweikämpfe man holen müssen. Und welche Situationen sind wichtig? Und das haben die gut ausgenutzt heute. Und gut, wir haben heute 10. Spieltage. Man soll ruhig bleiben. Und dann wir arbeiten weiter, Oostburger auch. Und dann gucken wir, was die Saison bringt. Und dann bedanke ich mich bei den beiden Trainern und verabschiede mich hier aus Morscheid, wo Oostburg in letzter Sekunde mit 3:2 gewinnt.